Moin ihr Lunken, ich hoffe euch geht's gut. In diesem Video erwartet euch ein Best-of von der Dead Island 2 Session mit dem lieben Monty im Koop. Der erste Tag, wir haben 6-7 Stunden circa gedaddelt. Das Ganze hat mein Cutter für euch zusammengeschnitten. Wenn ihr die weiteren Sessions, wir haben dann auch die Tage danach noch ordentlich weitergesuchtet, wenn ihr die Tage danach noch sehen wollt, dann checkt einfach die VODs bei Twitch aus. Das ist hier nur vom ersten Tag. Das Ganze war eine Kooperation bei mir mit Epic Games, die das Spiel ja auf dem PC exklusiv im Epic Games Store gedroppt haben. Erster Link in der Videobeschreibung, wenn ihr das Ganze abchecken wollt und mich noch supporten wollt. Danke an der Stelle dann an Epic Games auch noch für die Partnerschaft. Hat mich wirklich sehr gefreut, hat sehr Bock gemacht, das Game. Und natürlich auch an der Stelle ein Danke an alle Supporter, weil ohne euch hätte ich solche Partnerschaften nicht. Deshalb viel Spaß euch jetzt beim Zuschauen, war eine witzige Session. Ich und Monty harmonieren ja immer auf einem bestimmten Level, das ihr, glaube ich, mögt. Und ja, lasst mir gerne ein korrektes Kommentar da. Und checkt den Link in der Videobeschreibung ab. Bis dann. Der ganze Lachs heute ist übrigens gesponsert, Chat, von Epic Games. Ich hätte heute früh um 9 Uhr schon loslegen können, habe einen Presse-Key bekommen. Da geht natürlich ein ganz dickes Bussi-Maschinengewehr an Epic Games raus, dass sie hier den Stream sponsern. Und Chat, natürlich ganz viel Liebe auch an euch, weil ohne euch würde ich natürlich nicht gesponsert werden, ne? Ich habe sogar die Zwischensequenzen geskippt, deshalb können wir die uns jetzt auch zusammen noch anschauen. Where the hell did you come from? Long Beach. I gave up my seat. It's gotta be 20 clicks. Through them? Can you catch me? Ich glaube, ich werden uns die ganzen Charaktere vorgestellt. Bisschen lauter, Chat, oder was? Hier für die Sequenz. Deutsche Version weiß ich gar nicht. Ich glaube, das ist immer Englisch. Nur Untertitel kannst du lernen. Food on this flight. Ticket, please. Oh, sorry. Must be my with Jackie. This'll do. V-Sync. Ist V-Sync für Story Games gut? Ich weiß ja für Fast FPS Shooter. Oh my God. You're Amazon, right? And das ist nicht so gut. Can I get a selfie? Hey, Cyberdyne. Aus den Aal. Ja, ich hab sowieso schon aus. FPS habe ich auf 240 gekappt. Ich weiß aber gar nicht, wie viele aktiv sind. Wähle, mit wem du durch Hella A splattern willst. Ah. Okay. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedene Charaktere. Und so wie ich das verstanden habe, kann man erstmal nicht mehr den Charakter wechseln. Amy erhält einen kleinen Schadensboost, wenn sie isolierte Zombies angreift. Zähigkeit nur 1, aber dafür Beweglichkeit 5. Was sagt ihr, Chat? Monte hat Ryan genommen. Amy ist schon sexy. Ja, wir sollten aber unseren Charakter nicht auswählen nach Optik, Chat, sondern nach Nützlichkeit. Also das Problem ist, ich habe nie Dead Island gespielt, Chat. Ich weiß jetzt nicht, wie wichtig das Ausweichen ist, wie wichtig ist das Blocken, wie wichtig ist
Zähigkeit, wie wichtig ist Gesundheitsregeneration etc. Sollen wir Amy nehmen einfach? Also Beweglichkeit klingt ganz gut auf 5. Ja, komm dann, Amy. Finger im Po Mexiko hat mir eine Anfrage geschickt. Aha! Da ist er auch schon. Geil! Schön, wenn es mal einfach klappt. Schlachtgemeinschaft in L.A. Du hast den Koop-Modus freigeschaltet. Tu dich mit Freunden oder anderen Überlebenden zusammen. Dann könnt ihr gemeinsam L.A. erkunden. Ey, die Menümusik, Monte, ne? Vorhin fast Tränen in den Augen gehabt. Ja, die war schön, Digga. So heftig gut ist. Oder kriegst du auch eine Fehlermeldung? Oh, 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 es lädt? Ja, ich sehe dich. Wo bist du? Garsten! Warte. Aha! Ja, Digi! Geil! Was ist denn mit deinem Fuß passiert? Ist ja, ey, git! Ja, Bruder. Ne? Lacher-Challenge. Bein ab, Ohr ab, alles, Digga. Digga, du hast ja übelst den freshen Feuerwehrmann genommen. Das bin ich. Ich weiß. Ne, wo ist denn meine Waffe mit Elektro? Dreieck gedrückt halten und dann kannst du so mit Steuerkreuz durchwechseln. Er muss die gecraftet haben, Chat, die ist ja storyrelevant. Ah, da ist sie doch. Da waren schon ein paar geile Animationen, wie man die Zombies getötet hat, ne? Mhm. Verpiss dich, das ist mein. Das wird wieder so. Das ist hier alles mein Loot, Junge. Kannst du nicht das dein eigenes Zeug looten? Nehme ich dir das weg? Doch, doch, ich glaube schon. Ich glaube, man muss das Dings ausmachen. Was denn? Damit die Zombies nicht kommen. Kann man das nicht ausmachen? Das Auto. Doch. Oh, hier. Officer Goofy. Steht zu Diensten. Oh ja, oh, das liebe ich, ne? Du hast den ersten Teil nicht gezockt, Carsten, oder? Nee. Oh, Diggi. Der war gut, habe ich immer gehört. Einer der schönsten Spiele, die ich jemals gespielt habe, Digga. Mhm. Wir müssen diese scheiß Dings ausmachen. Ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, das tut sich immer wieder aktivieren. Wir müssen einfach weiterlaufen. Kann sein, ja. Du läufst bei mir mal so seitlich. Ah, warte mal. Ah, guck mal, hier kann man dann nämlich mit Wasser einen größeren Bereich machen. Okay, interessant. Das ist irgendwie so, Bruder, das, was ich sammle, kriegst du auch und andersrum. Ja. Gab es dieses Fähigkeit-Deck auch schon bei Nein. Dead Island 1? Nein, 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 nicht, dass ich wüsste. Also bei Dead Island, also ich. Bei Dead Island 1 war es wirklich reines. Es war einfach mehr Abschlachten, glaube ich noch. Das, was du sammelst, kriege ich auch, Digga. Voll OP. Sehr gut. Guck mal, hier ist eine Sonderlieferung. Schlüssel des Postboten erfahren. Achtung, Achtung, Carsten. Die machen auch schon Damage, die kleinen Limmel. Chat, wisst ihr, wo wir den kriegen, den Schlüssel des Postboten? Vom Postboten. Ach, da hast du ja wieder einen rausgehauen. Vielleicht ist hier irgendwo der fette Postbote. Guck mal, hier ist auch wieder Sicherungskasten. Ich hab eine Sicherung, Monty. Soll ich reinmachen? Ja, ich hab vielleicht eine gekauft. Hier unten. Ne, hier unten sind Zombies auf jeden Fall. Oh mein Gott, er hat mir. Oh, ich bin tot. Oh nein, die sind voll hoch vom Level. Oh mein Gott. Totenkopf. Hä? Ja, wir sind irgend so ein hohes Gebiet jetzt rein. Ich versuche mich zu holen noch, aber das. Nee, ich warte auf Respawn. Ich bin am Start hier, glaube ich. Nee, ich bin tot. Müssen wir beide neu starten? Nee. Nein, nein. Nee, nee, okay. Hä? Der hat mir einen Box gegeben, ich war sofort down. Oh! Oh, scheiße, der hat auch einen Kopf. Nimm alles mit, Digga. Schnapp dir alles. Oh mein Gott, ich bin wieder tot. Ich bin eingesperrt. Digga, ich bin auch gestorben. Warum ist da auch so ein verdammter Zombie in dem Blitz? Bist du schon wieder da, oder was? Ja, Bruder, da war noch was. Ich hab einen Köder geschmissen. Wieder tot. Bist du jetzt da drin, oder nicht? Ja, ich hab da nochmal den Loot mir gegeiert. Ach, du bist schon wieder tot. Also ich habe den ganzen Loot bekommen in dem Raum und ich glaube, du kriegst ihn ja auch. Digga, was sind das für Zombies? Ein Schlag tot. Ja, ja, das ist irgendwie so ein hohes Gebiet. Kann ich ihn reintreten? Nein, geht nicht. Alter, Monty wird so ge... Ah! Ah!
Ich werde attackiert. Karma. Schnell weg. Oh. Oh, du hast mich. Ich bin runtergefallen. Der Zombie fällt auch runter. Bist du tot? Naja, ich lieg hier unten. Wie Monte zu mir sprintet, das ist ein wahrer Bruder. Also was überkrass ist, Monte, ne? Die Villa, in der wir gerade waren. Und an sich ja. Die ganzen Villen, wo wir hier so rumlaufen, die sind ja so geil gemacht. Ja, die, also ich will zu dem Spiel noch kein Urteil abgeben, ne? Aber so die Grafik ist schon köstlich, Digga. Oh krass, hier ist auch, deine Mom ist auch hier. Wie bitte, wo? Da, hier, guck. Digga, das kannst du doch nicht bringen. Oh, warum haust du deine eigene Mutter? Wie, du hast dir kein Reißhündchen gemacht. Digga, das finde ich jetzt schon. Da auf den Schrecken meine Waffe kaputt gegangen. Hier, Monte. Hast du gerade gesehen, wie der aussah? Benutz mal wieder öfters deinen Home-Gym, Digga. Sonst endest du so wie der. Also, Carsten, Digga. Egal, ob du zum Sport gehst oder nicht. Also, man muss fairerweise sagen, ich habe immer noch eine bessere Figur als du. Das stimmt überhaupt nicht. Ja, okay, Digga. Alles klar. Kenn jemand, der hat gesagt, oh, Bruder, ich muss mal wieder ein bisschen Sport machen. Meine Tattoos sehen schon anders aus. Am Bauch. Hab ich nicht gesagt. Das ist eine Lüge. Hast du gesagt. Nein. Dann halt sowas Ähnliches. Monte, bist in Schule, ne? Lass mir mal die Versprecher nicht mehr so reinkicken. Lies mal vor, den Aal. Also hier steht ganz klar, ja, ich entschuldige mich dafür, dass ich 3 Jahre inaktiv war und die Roomtour für 1 Million Abonnenten Spezial kommt auch noch bald. Ach, Digga, scheiß drauf. Ja, hier, guck, hier ist es jetzt geblitzt, wir können die Zombies da reinlocken. Dafür ist, glaube ich, der Generator zum Anwerfen gewesen. Ja, stimmt. Reintreten. Ich bin gleich tot, ich bin One-Shot. Wenn du dich heilst, machst du irgendwie so eine Art Schockwelle. Ja, das habe ich ausgerüstet. Ah, geil. Oh mein Gott, die machen einen so schnell One-Shot, die Scheißviecher. Boah, Stiche, Chat, richtige Stiche in der Hut. Da muss man was reinwerfen, Bruder. Da muss man auf das Schloss, muss man. Kannst du. Warte mal. Ja, genau, guck mal. Oh, runter. Besser Mann, Digga. Durchs Fenster das Schloss kaputt schmeißen. Das war Pfeifert von dir, Carsten. Aber der Safe bleibt zu. Brauchen wir noch den Schlüssel. Sicherheitsleitfaden. Es gibt jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder wir gehen da jetzt, wo du bist, runter in den Keller oder wir gehen hier geradeaus. Hier geht's gar nicht. Ah doch, hier geht's weiter. Ja. Wir lassen erst unten in den Keller, oder? Ja, da ist vielleicht auch der Sicherheitsschlüssel für den Safe. Oh, pass auf, der ist wieder rot. Ich schock den Bremer. Pass auf, der macht dich wieder One-Hit wahrscheinlich. Der kommt hinterher. Nee. Auf keinen Fall. Glaubst du nicht, warte? Die sind richtig doof, die Zombies, Digga. Die sind so der durchschnittliche TikTok-User, Digga. Einfach zu doof. Ja. Warum wir immer auf Familie gehen, weil Carsten und ich uns so mögen und so gut miteinander sind, dass uns das nicht interessiert. Ich chill mit dir nur für Fame. Ja, Zeiten haben sich geändert, Digga. Genau. Wenn du mich nachher nicht raidest, Digga, hast du bei WhatsApp auch nur noch einen Haken. Und hier brauche ich Schlüssel für Pool-Container. Ich wette, da sind Baupläne drin für geile Waffen oder so. Hundertprozentig, ja. Und wir haben einfach noch gar nicht einmal, Monty, wir haben noch nicht einmal geschafft, irgend so eine geile Sache zu knacken. Nur dieses Schließfach 9. Konfrontiere den betrunkenen Major im Zimmer, okay. Ja, soll man einen dicken Schlüssel rausrücken. Siehst du die Waffen? Ja, sehe ich. Wolverine. Geil, wo hast du die gefunden? Keine Ahnung, ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, moin. Und die haben krasse Finisher. Oh nein, das sind wieder so Elite-Gegner. Oh mein Gott, ja. Scheiß auf die. Gut. Warum sind da manchmal so übelst starke Zombies? Oh, Schlüssel Nummer 33 gefunden, Carsten. Für die Schließfächer? Ja, glaub schon. Willst du da hinlaufen? Oh, nochmal zurück? Ja, komm. Klar. Also, vegane wie heißt das? Tiramisu? Oder? Das Fleisch. Nee, Teriyaki oder wie die Scheiße heißt. Teriyaki, ja. Ja, Honey. Hier brauche ich Schlüssel zum Battle-Raum. Vierfach Käse und der soll keinen Fax machen. Vierfach Käse. Gut. Ah, ja. Salat, extra Gewürzgurken, extra Mais, extra Gurken,
rote Zwiebeln, Salat. Ja, so. Gut, ja, machst du da lange schon. Digga, so. Wie geil, Mann, ich liebe dich so sehr, heirate mich. Wieso? Du sagst einfach, er soll keine Faxen machen, vierfach Käse. Ja, weil die immer, Digga, weil die immer, wenn du denen sagst, ich will vierfach Käse, dann gucken die dich immer doof an, sagen ja, ja, aber machen nicht. Also vierfach Käse habe ich, glaube auch noch nie gehört vorher, ey. Beste, vertraut. Chemiebombe. Ich habe ein neues Wurfgeschoss freigeschaltet. Nice. Guck mal, ob die Chemiebombe da was bringt. Ja, ja. Ja, okay, sie. Gut. Easiness. Ey, wie geil immer die Zimmer und so aussehen. Schlüssel Nummer 14. Fürs Schließfach? Yeah. Ja, geil. Sehr geil. Oh, Digga. Oh, was zur Hölle, Digga. Die Maschine arbeitet schon mal vor. Digga, was war das denn für ein ehrenloser Dröhner, Alter. Den veganen oder die vegetarische Fleischsorte. Vierfach Käse. Wer ist das Fleisch nochmal? Teriyaki. Ja, fast. War doch richtig, oder nicht? Ja, fast. Nee, also für mich ist das kein Vierfachkäse, sag ich. Das ist skandalös. Einfach mal anrufen und die anschreien. Nee, guck mal, diese ganzen, auch nicht nur Disrespekt, aber diese ganzen Fastfood-Restaurants, egal ob McDonald's, Burger King, Subway. Ich kann ja verstehen, dass man keinen Bock hat, drauf zu arbeiten, aber ich habe immer das Gefühl, in 90% der Läden, wo ich reingehe, arbeiten nur Idioten. Die haben einen Job, mir was Vernünftiges zu essen zu machen, kriege ich es einfach nicht hin. Und wenn ich sage, vierfach Käse, da legt mir nicht eine Reihe Käse drauf und macht nach oben eine Scheibe. Vierfach heißt vierfache da, aber das kapieren die nicht. Ja, Job ist Job, aber... Gestern kam auch eine ganz coole Anfrage rein, haben die sich super vorher informiert, die Agentur. Erzähl. Ob ich Interesse daran hätte, Werbung zu machen auf TikTok für KFC. Mhm. Für deren super aromatisches Chicken. Habe ich nur zurückgeschrieben als Antwort, ich bin seit einem Jahr vegan, vegetarisch. Super, danke. Gute Anfrage. So wie bei mir immer die fast monatlichen Anfragen für Shisha-Tabak-Placements. Ne? Wer kennt ihn nicht, Chat? Alan Fricks, den alten Raucher. Jeden Tag sitze ich hier mit dem Shisha-Schlauch, Chat, und smoke euch einen voll. Da ist einfach das Shisha-Tabak-Placement nicht weit. Auch wirklich top informiert, Digga. Mit der Frau Bauer hat eine getinten Sonnenbrille noch. Genau. Da zieh ich ordentlich am Schlauch, Bruder. Einfach die zwei Shishas gleichzeitig am Glühen. Und die beste Sorte ist der Allmann-Tabak. Schmeckt nach nichts. Auch ohne Nikotin, ohne Tabak, gar nichts. Ist einfach nur Luft, die verpufft. Für günstige 44 Euro. Für 44 Portionen. Wie kann ich die schmeißen? Oh nein, das war meine Waffe. So. Oh, das explodiert gleich. Wie kann ich die Brandbombe nochmal schmeißen? Du meinst diese neue Chemiebombe? Ja. Ja, Steuerkreuz unten, erstmal wechseln, dann R1. Das war geheilt. Ja, das war Steuerkreuz unten. Steuerkreuz rechts, habe ich gesagt. Ja, ich bin nicht auf der Brandbombe. Ja, bin ich jetzt. Ja, schmeiß jetzt mal R1. Ja, mit R1. Das war die Täuschbombe. Aber hat auch gelöscht. Nein, bei mir nicht. Ja, ein bisschen. Der Tim ist so verloren, Chat. Schaut ihn euch an. Oh, und jetzt macht's Boom. Da kannst du jetzt was draufwerfen. Lass los, Monte. Ein dickes Lagerspind. Da kann man Sachen einlagern, Digga. Wer, was du nicht sagst. Ach, Digga, scheiße. Ich dachte, ein Lagerspind. Keine Ahnung, Bruder, was man da machen kann. Du kannst mich mal am Arsch lecken, Digga. Das Game sieht so geil aus, Chat. Komm mal hierher, Monte. Stell dich mal nur hier in die Ecke. Wie geil einfach die Optik ist. Dem Spiel kauft man das so krass ab. Guck mal, wie viel Mühe die sich gegeben haben, Chat. Für eine Stelle hier. Krass. Sieht einfach nur schön aus. Das sieht, also die Grafik des Spiels ist atemberaubend, Digga. Und hier so ein Haarwuchs wie Carsten. Hey, warum gehst du auf Haare, Digga? Digga, wie oft gehst du auf Haare? Die sieht hinten am Kopf aus wie du vorne. Wer? Hier, das Zombie-Viech. Warte mal kurz. Ich krieg einen Anruf. Hallo? Ja, Montes Bartwuchs. Ja. Warum rufst du mich an? Ach so, du wartest seit der Pubertät an der Buxtehuder Tankstelle,
dass Monte dich abholt. Ja, ich sag's ihm. Vielleicht drive da vorbei mit dem grünen Lambo. Schönen Abend noch. Tschüss. Hast du gehört, Monty? Fixer. Ja, warte mal. Mein Telefon klingelt auch gerade. Oh, hallo? Hallo? Drauf. Ach so, mein Privathelikopter. Da können wir die Landebahn in Ulm nutzen. auf Carsten Stern. Ja, alles gut. Danke. Ja, ciao. Ja. Wenigstens, wenn bei mir mal nicht läuft, habe ich einen Plan B, Digga. So sieht's aus. Ja, bei mir doch auch. Was denn? Wie Plan B? Was meinst du? Ja, dann werde ich einfach selbstständig als Landebahn, Digga. Hast du schon Plan B, wenn Karriere nicht mehr läuft irgendwann? Ja, Suchtberater. Ja, fühle ich auch. Was hat die denn an, Alter? Gib ihr einen Tritt. Ah, guck mal, wo wir wieder sind, Digga. Geil. Ja. Direkt zum Schließfach, oder? Hier, ist es direkt. Wow. Schmutz. Weißt du, was ich aber geiler gefunden hätte an dem Spiel? Jetzt nur so... Wir haben alle jetzt geöffnet. Dass der Loot einem erscheint so in der Mitte. Wie als wenn du in Modern Warfare 2 mit deiner UMP 10.000 Headshots gemacht hast. Und das dann so aufploppt, weißt du? Weil der Loot geht ein bisschen rechts unten unter. Ja, das ist so richtig mini, gar nicht so belohnt. Ja, ne? Ja, ja. Du kannst gar nicht so, wenn du so einen dicken Schub bekommst, du kannst gar nicht so schnell lesen, was du bekommst. Hier müssen wir rein, Bruder. Hier. Aber ich glaube, wieder viele Spieler würde es nerven, wenn das alles dann angezeigt werden würde. Mitten im Bildschirm. Was ist das hier eigentlich für ein Raum? Geiler Raum. Hochzeitsraum, oder? Partyraum? Ja. Ah, ich brauch dich hier. Es geht wieder nur zu zweit. Well, you sort of have. I'm part of the CDC team in L.A. I was anyway. What? Are you, What? Do you think you might be infected? Was sollen die Mods machen? Like die machen die gar nichts. Das ist ja das Problem wieder. Ich glaube, jetzt ist der erste Boss-Fight, Carsten. Oh. Geil, komm her. Tanze mit der Braut. Bist du bereit zum Tanzen, Carsten? Ich kann das abwerfen. Alter, Chat, diese Schlagringe sind todeskrass. Man kann dir da so übel ist in die Fresse hauen. Haha, die ist Dauerstunt, Bro. Fetzerei! Endlich mal Action hier. Dafür, dass ein Bossfight war, war das jetzt wieder zu leicht. Das war, ich wollte es gerade sagen, dafür, dass das ein Bosskampf war, war das ziemlich lame. Aber hat Bock gemacht, die richtig zu verprügeln. Ja, schon, auf jeden Fall. Aber ich hätte es mir gerne ein bisschen schwerer vor. Also es wäre geiler gewesen, wenn es ein bisschen schwerer gewesen wäre. Weißt du, wie ich meine? Ja. Aber ich glaube, wir haben die auch gedauerstand. Ja. Ich glaube, die konnte gar nichts machen, Bro.